Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu unseren Heimatgeschichten. Sie sehen es schon hinter mir, das Erdinger Moos. Wir sind diese Woche in der nördlichsten Gemeinde vom Landkreis Erding, und zwar in der Gemeinde Langenpreising. Die Gemeinde zählt zum Einzugsgebiet des Flughafens München, der nur 20 Kilometer entfernt ist. Das erste Mal in einer Urkunde erwähnt wurde der Ort Langenpreising im Jahre 767. Mittlerweile leben in der Gemeinde knapp 3000 Menschen. Heute zeigen wir Ihnen einen Zusammenschnitt unserer Woche. Jeden einzelnen Beitrag finden Sie in kompletter Länge in unserer Mediathek. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute sind wir bei einem Unternehmen, das es schon in siebter Generation gibt. Und da dreht sich alles ums Holz. Und da treffe ich jetzt den Geschäftsführer Wolfgang Leitsch. Komm jetzt mal mit, weil es schneit so stark. Hier steht, seit 1816 als Zimmerei bekannt. Franz Leitsch. Wolfgang, wer war jetzt das dann? Urgroßvater. Aber hier habt ihr noch was sichern können aus der Zeit, fast. Das ist tatsächlich ein bisschen zusammengewürfelt. Da sind Teile, also die Hobbybank ist tatsächlich, die hat mein Opa gekauft. Ja. Wahrscheinlich, wisst man nicht genau, aber vor 70, 80 Jahren, und die ist bis vor 5 Jahren bei uns in der Werkstatt noch gestanden. Also wirklich? Da ist auch tatsächlich noch drauf gearbeitet worden. Und die Werkzeuge sind auch großteils aus unserer Werkstatt, und ein paar Sachen sind auch dabei von einem Fassner. Das ist der Urgroßvater von meiner Frau. Und das sind nicht lauter so kleine Hobby, da war der Wurm schon ein bisschen drin. Mhm. Also das sieht man auch recht schön. Und halt die Äxte, was man früher gehabt hat, wie man das Holz geschlagen hat. Aber das heißt, du hast wirklich wahrscheinlich als kleiner Bub schon bei deinem Opa, warst in der Werkstatt gestanden, oder wie kann ich mir das vorstellen? So ähnlich, ja. Also ich bin ja in der Zimmerei aufgewachsen, da waren wir halt immer dabei. Mein Opa ist leider schon 83 gestorben, da war ich 6,5 Jahre alt. Also habe ich den nicht mehr so viel mitgekriegt. Wenn Sie die Werkstatt noch sehen möchten, dann klicken Sie einfach in unsere Mediathek. Und weiter geht's kulinarisch. Also hier sehe ich jetzt Schokolade, das heißt, gibt es auch gesunde Schokolade? Ja, also die Schokolade ist tatsächlich nur aus 4 Zutaten. Was man sonst, wenn man eine Schokolade sieht, wo die Zutatenliste ewig lang ist, viel Zucker, viel versteckter Zucker drin ist. Genau, wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Was sind denn die 4 Zutaten, bitte? Datteln, ja. Kakaomasse, Kakaobutter und hier sind es Haselnüsse. Ah, okay. Echt? Genau. Mhm. Du kannst sehr gern einfach mal probieren. Ja, also schmeckt wie normale Schokolade. Also würde man jetzt nicht denken... Ohne industriellen Zucker. Mhm. Ja, Wahnsinn. Interessant. Ist süß auf jeden Fall. Schmeckt gut. Ja. Man denkt immer so ohne Zucker. Das schmeckt nicht gut oder schmeckt nicht so süß, aber... Und was habt ihr da noch? Das ist auch eine Schokolade mit 4 Zutaten. Die ist mit Nougat. Mhm. Das sind so kleine Pralinen und das sind Schokokrossis. Also wirklich, also das heißt, das könnte ich jetzt auch meiner Tochter geben, eben weil die Kinder, die wollen ja immer alle so viel Zucker essen, oder weiß ich immer gar nicht. Aber kostet wahrscheinlich auch das Doppelte, oder? Ja, das schon. Ja, tatsächlich, ja. Aber Mai, das muss es einem ja auch wert sein. Richtig. Dadurch bleibt man gesund. Richtig. Und was habt ihr hier noch für Süßungsmittel? Also sind so einfach mal ein paar Zuckeralternativen, wo man denkt, das sieht aus wie normaler Haushaltszucker. Ja. Das ist aber tatsächlich ein Birkenzucker. Aus der Birke? Ja, das ist, wird aus der Birke gewonnen. Genau, und kann man ganz normal nehmen wie industriellen Haushaltszucker 1:1 einzusetzen. Zum Backen. Und weil er von der Birke ist, ist es gesund. Ist es gesund? Ja, es ist halt nicht raffiniert. Das ist der Unterschied. Genau. Das macht und es hat einen besseren glykämischen Index. Ah, also das ist dann die Verarbeitung im Körper, genau, oder? Genau, lässt den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen. Mhm. Genau. Und ihr würdet schon sagen, dass Zucker so ein bisschen das Hauptproblem ist, was wir in unserer Ernährung haben? Ja. Ja, tatsächlich schon. Fall, ja. Echt? Also das heißt, wenn man das mit Zucker schon mal schaffen würde, hat man einen großen Schritt geschafft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ja, okay. Man muss aber auch dazu sagen, auch so Zutaten, also die jetzt hier drin sind, wenn man zu viel davon ist, ist das auch wieder nicht gut. Ja. Also da muss man schon aufpassen. Man soll jetzt nicht nur sich davon ernähren. Genau, das wäre auch nicht so besonders vorteilhaft. Genau, weil man hat ja trotzdem die Süße, aber halt diesen Fruchtzucker. Mhm. Also gut, und man kann diese ganzen Alternativen hier vom Ahornsirup und so weiter, das ist alles besser als der raffinierte Zucker. Ja. Wenn Sie die gesunde, leckere Süßspeise kennenlernen möchten, auch dieser Beitrag ist auf unserer Homepage. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's noch zu einer Garnelenzucht und raus aufs Feld.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man könnte meinen, wir sind in Südostasien oder Lateinamerika, aber nein, wir sind im Erdinger Moos, in der Gemeinde Langenpreising. Denn stellen Sie sich vor, hier werden Salzwassergarnelen gezüchtet. Christopher ist Biologe und Produktionsleiter und ihn frage ich heute aus. Und Christopher, wie alt sind diese Garnelen jetzt hier in dem Becken? Die sind jetzt gerade so 3 Monate alt. Mhm. Das heißt, wir haben noch 1,5 Monate circa. Das ist jetzt, warum springen die? Weil die halt Angst haben, oder? Ja, das ist so ein bisschen der Fluchtreflex, ne? Natürlicher Fluchtreflex von den Tieren. Wenn die da ihren Muskelschwanz kontrahieren, dann schießen die weg. Also das ist ein ganz schneller Fluchtreflex, den die haben. Und jetzt eine blöde Frage, habe ich wahrscheinlich in Biologie nie aufgepasst. Gibt es da Männchen und Weibchen? Ja, es gibt Männchen und Weibchen, die kann man aber nicht wirklich unterscheiden so von oben. Da müsste man sich die Geschlechtsorgane dann anschauen, wenn die Tiere reif sind. Aber im Allgemeinen wachsen die Weibchen schneller als die Männchen. Das sieht man. Daran könnte man es erkennen. Ja, genau. Die werden ja so rot, wenn man sie dann in der Pfanne hat, gell? Genau. Ja, das Tolle ist ja, dass sie wirklich hier frisch verkauft werden. Das heißt, sie können die Garnele bestellen und kommen an dem Tag her und am selben Morgen wurde die abgefischt. Das heißt, die wurden nicht einmal um die halbe Welt geschickt in 6 Monaten, sondern die wurde am selben Tag wurde die gerade frisch abgefischt. Also so eine Frische, die kriegen sie nirgendwo sonst. Ja. Und das ist, merkt man auch am Geschmack und am Biss. Ja, also das haben eine ganz tolle Fleischtextur, die Tiere, und einen sehr cleanen Geschmack. Also ihr habt jetzt hier, habt ihr da nur eine Sorte oder ganz viele unterschiedliche Garnelen? Da gibt es doch wahrscheinlich viele Arten, oder? Da gibt es viele verschiedene, aber nicht alle eignen sich für die Aquakultur. Und wir haben jetzt hier eine Art, nämlich die White Tiger Garnele. Ah ja, okay, die kennt man ja auch, ist ja schon bekannt, so die asiatische, gell? Ja, oder? Genau, die gibt es auch im Supermarkt. Also das ist die man kennt. Die Weißbeingarnele sozusagen. Ja. Okay. Aber wenn die wachsen, dann häuten die sich doch, oder? Wo sind denn die Häute dann? Die Häute, die sinken dann zu Boden und ein Teil der Häute wird auch sofort wieder verspeist von den Garnelen. Das heißt, die holen sich dann ihre Nährstoffe zurück, die sie durch die Haut verloren haben. Und ein anderer Teil wird aber auch händisch dann entfernt aus dem Becken von den Mitarbeitern. Dann müsst ihr täglich wahrscheinlich die Becken sauber machen. Ja. Wie geht das? Da zieht man eine Warthose dann an und steigt in die Becken rein. Und dann kann man auch mit Keschern. Das muss man noch händisch machen. Das geht nicht irgendwie maschinell. Nee. Weil sonst wären die Garnelen mit eingeschluckt. Genau. Hier wird schon noch auch viel händisch gemacht. Ach schon. Dann tu sie doch mal da rein. Wie machst du denn das jetzt? Kriegst du die darüber? Ich mach das jetzt so. Aber die können nicht beißen oder irgendwas. Nee, gell? Nee, die haben sowas nicht. Beißen können die nicht, aber die haben Stacheln. Stacheln? Ja. Am Kopf haben die einen Stachel, das Rostrum. Und auch an der Schwanzflosse hinten ist ein Stachel. Da kann man sich schon mal pieksen, wenn man die mit der Hand nimmt und die dann springen. Ja, interessant. Genau. Christopher, vielen Dank. Das ist ja wirklich unglaublich, dass wir jetzt hier in Bayern diese Salzwassergarnelen haben. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Gerne. Und von den feucht-heißen 30 Grad geht es jetzt raus in die Kälte. Zu einem jungen Mann, der voller Leidenschaft Landwirt ist. Ja, also das ist jetzt der kleine Ausschnitt von unseren Maschinen. Das da ist jetzt zum Beispiel unser Neuwalzen. Also das ist ein Prismenwalzen ist das. Da gibt es verschiedene Arten von so Walzen. Da haben wir verschiedene Ringe gekostet, da kaufen. Und das ist im Prinzip noch immer dieselbe Walzen, nur mit anderen Ringen halt. Und aber was macht die jetzt am Acker? Ich kapier das gar nicht. Also die klappt sich halt noch so aus und dann ist das wie eine. Ja, es ist. Ich tue halt einfach den Boden walzen und eben die nach der Saat kann man das zum Beispiel einsetzen, um rückzuverfestigen. Das heißt, wenn man jetzt was umgebaut hat, kann man das mit der Walzen drüber fahren und eben das Korn andrücken an die Erde, dass halt das eben ein bisschen besser anwachsen soll. Und wie hat man das vorher gemacht, dass es noch keine Walzen gab? Doch, das waren immer Walzen, aber die waren nicht mit diesen Prismen wahrscheinlich, gell? Ja, also Prismenwalzen gibt es tatsächlich schon echt länger. Sind die vielleicht schon 50 Jahre alt oder so. Also das ist jetzt eigentlich keine neue Technik an sich nicht. Aber früher hat man halt einfach das nicht gemacht teilweise. Und da hat man halt auch mal Verluste gehabt. Da ist immer so ein Korn nicht aufgegangen oder so. Und da hat man auch noch andere Technik gehabt früher mit anderen Sämaschinen und so. Und da, genau, das bedienst du auch? Ja, also fängt man auf unter dem Bullock rein und dann tun wir die mit der Walzen. Und was haben wir hier daneben? Daneben ist unser Pflur. Also das, mit dem tut man halt eben ackern und eben die Erde einmal umdrehen. Mhm.
Das macht man natürlich vorher. Also genau, das macht man als erstes. Das macht man als erstes und dann kommt Zamaschi, ja, und baut eben das Getreide oder Mais oder was du immer du haben willst ein. Und dann tust du walzen, mhm, und dann tust du eben deine Düngemittel oder Spritzmittel ausbringen. Und was habt ihr alles? Was habt ihr für Landwirtschaft? Also wir haben Ackerbau. Früher haben wir noch Viecher gehabt, aber das hat sich nachher da aufgehört. Mhm. Und rentiert sich nicht mehr, oder? Ja, das ist schon länger her. Da ist nachher der Opa gestorben und da haben wir das nachher aufgehört. Mhm. Und was baut ihr dann alles an? Wir bauen Gersten, Mais, Soja und dann... Sogar Soja, das ist doch ungewöhnlich, oder? Wie lange macht Sojabohnen, das schon? Sojabohnen, das machen wir jetzt, das zweite Jahr haben wir das letzte Jahr gemacht. Und das ist bei uns in der Region ein bisschen... Es kommt immer mehr, sagen wir so. Mhm. Und wir haben jetzt in Langerpreising, glaube ich, drei, die das anbauen. Mhm. Ja, aber entdeckt haben wir euch ja eigentlich, weil du machst so Filmchen in den sozialen Medien, gell? Ja, genau. Also ich tue YouTube-Videos machen über die Landwirtschaft und über unsere Arbeiten, die wir heute halt so machen alltäglich. Und da erklärst du auch so die Maschinen, gell? Und hast du da nicht sogar ein Video hier über diese Maschine? Ja, genau. Da habe ich nämlich im Flur was umgebaut. Aha. Da hinten habe ich einen Hydraulikzylinder eingebaut. Warum? Weil eben diese Spindel da erfunden, da war so eine ganz normale Spindel drin, wie da jetzt drin ist, nur in halt länger, um die Vorderfurchenbreite zu verstehen. Aber die war halt ausgeschlagen, da war das Gewind halt ausgeschlagen. Mhm. Und da halt einfach so eine neue Spindel, erstens einmal irgendwie was um die 500 Euro kostet. Mhm. Und zweitens einmal kann man so einen Hydraulikzylinder flexibler verstehen, weil du verstehst ja im Prinzip die Vorderfurchenbreite und daraus resultiert ja, dass der Flug im Ganzen ein bisschen schmäler wird. Mhm. Und deswegen fährt sie das halt dann auch leichter auf der Straße. Aha, du hast das einfach verbessert, die Maschine. Ja, kann man so sagen. Also, es gibt tatsächlich auch Variopflüge, die wo nachher da schon einen Zylinder drin haben und die haben nachher, da verstehst du nachher gleich die Schauen in der Neigung und so weiter. Das geht halt nachher alles automatisch, das ist nachher der Variopflug. Aber das haben wir halt damals nicht gekauft und deswegen. Das war's aus Langenpreising. Nächste Woche geht's nach Kochel am See.